Hey, was macht ihr denn hier? Willkommen zurück zu Let's Play Deal or No Deal. Ja, wir sind bei Folge Nummer 8, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und wir machen nochmal ein normales Spiel. Heute gibt's... Was? Nein. I. Wer will denn mit anderen Spielern spielen? 7 Spiele haben wir bis jetzt. Ja, dann sind wir in Folge Nummer 8. Wir werden 15 Spiele auf jeden Fall machen. Heute ein kleines Gimmick-Spiel. Wir werden mit Koffer Nummer 26 spielen. Und wir werden die Koffer... der Reihe nach öffnen. Heißt, die Folge wird vielleicht etwas länger gehen, aber wir gehen jetzt von 1 bis 25 alle Koffer durch. Heißt, im Vergleich zur letzten Folge fängt das hier schon mal beschissen an. Aber im Vergleich zur letzten Folge wird das hier heute etwas länger gehen. So wieder 10 bis 11 Minuten müsste das ungefähr dauern. Wir gehen jetzt einfach ganz trivial von links nach rechts durch. 400 Euro in Koffer Nummer 2. Und Koffer Nummer 3. 50 Cent. Läuft doch schon mal richtig gut. Aber keine Angst, heute nehme ich kein Angebot an, was fünfstellig ist oder so. Ich zocke heute wieder bis zum Ende. Weil ich das ja generell mal machen wollte. So eine Trivialfolge, wo wir alle Koffer der Reihe nach durchnehmen. Oh Gott, klang das falsch. Klang das falsch. Es klang ja so, als ob ich die Koffer vögeln wollte. Ach, was sage ich hier? Ja. 100.000, ja, sauber, sofort den sechsstelligen Betrag hier rausgekloppt. Oh, ein Koffer noch in dieser Runde und die Nummer 6. 15.000. Bescheidene Runde, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Die zwei höchsten Beträge sind noch drin, aber die zwei niedrigsten auch noch, also so ein Mittelding. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt vernünftig. Ich habe mich hier so etwas... lässig, würde ich schon bald sagen, einfach hier in meinen PC-Sessel reingesetzt und Palaber hier gerade so vor mich hin. 5000 Euro, sehr schöner Betrag, aber ich sage no deal. Mission trivial wird fortgesetzt mit dem Koffer Nummer 7. 7500, Deep Top. Ist doch ganz in Ordnung. Okay, die Runde dreht sich gerade. Das ist nicht so eine gute Kofferrunde. 3 Stück müssen wir noch nehmen. Aber immer nur Tausenderbeträge. Nummer 10. 20 Cent, wenigstens mal ein kleiner Betrag. Das hilft uns doch schon mal etwas. Zwar nicht viel, aber etwas. Nummer 11. Es geht doch recht schnell. Also dadurch, dass wir keine Random-Koffer nehmen, sondern uns einfach hier stur durchklicken. Da ist das doch schon recht einfach. Also, was heißt einfach? Es geht recht schnell. Und damit sind wir auch schon wieder bei den 5 Koffern hier angekommen. 5.000 wollte er das letzte Mal uns geben. Und jetzt gibt er uns 6.300. Ein steigendes Angebot. Es wäre jetzt noch der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Aber wir sind gierig. Der Mensch will naturgemäß immer mehr. Und wird erstmal belohnt. 500 Euro draus. Und 3 Koffer, die noch warten. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Ist doch scheiße, du. Ist doch alles zum Scheiß, zum Kacken, Arsch, Kacke, Wurst. Und die Nummer 14 beinhaltet 300 Euro. Es wird ein geringeres Gebot. Ich glaube, so viel kann man sagen. Haben wir noch einen? Jo, die Nummer 15 können wir noch nehmen. Na, wird ein geringeres Gebot. Auf jeden Fall. Das niedrigste und auch das höchste ist noch drinne. 5.400. Jetzt haben wir sowieso nichts mehr zu verlieren. Das Angebot ist nicht mehr das beste. Also perfekt spielen können wir quasi schon gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommen 3 Koffer. Oh, 20 Euro. Kommen jetzt 3 oder 2? Ich bin mir nicht sicher. Nummer 17. 1 Euro. Gut. Gute Runde. Oder gute Runde bisher. Und noch den dritten.
20.000, aber noch sind die 250.000 drin. Aber auch der eine Cent. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Cent in dem eigenen Koffer ist, irgendwie doch recht hoch ist. Ah, ich bin auch paranoid, was solche random Sachen angeht. 8.000 wäre ein perfektes Angebot. Zwei Koffer haben wir noch für die kommende Runde. Die Nummer 19 ist der erste davon. 50.000. Ich wollte erst noch gerade sagen, zwei Beträge sind noch über unserem Angebot. Und jetzt ist es nur noch einer. Life is a bitch. Okay, nein. So drastisch ist es jetzt auch wieder nicht. 2000er Beträge sind auch da. Sehen wir das Positive. Aber ich habe so das Gefühl, dass der eine Cent bei uns drin ist. €380. Nope. Jetzt können wir die ganze Runde auch bis zum Schluss zocken. Zack, und die 21. 5. Der eine Cent ist noch im Spiel, Leute. Was will der Banker uns sagen? Will er uns viel Geld anbieten? Er bietet uns $130 an. Euro, Entschuldigung. Ich könnte jetzt mit dem Angebot, glaube ich, noch ein gutes Spiel machen. Heißt, dass ich gewinne. Aber €130. So, jetzt kriegen wir wenigstens mal wieder ein besseres Angebot. Aber drei Beträge, die unter €50 sind, das ist wirklich, wirklich schlecht eigentlich. 160. Wir haben €30 gewonnen, aber ey, ich habe No Deal gesagt. Oder No Deal angeklickt. Die Runde ist jetzt hier. Ab jetzt wird's knüppeldick. Also es ist echt, wenn man erfolgreich dieses Spiel spielen will. Ich weiß, das werden nicht viele wollen, aber wenn man das erfolgreich spielen will, muss man echt früh zuschlagen. Stellt sich alles sonst als sehr heikel heraus. Und €3. Das sind die niedrigsten Gebote, die ich, glaube ich, bis jetzt bekommen habe. Es ist nicht der eine Cent in unserem Koffer. Wir gehen mit mindestens €5 nach Hause. Ha! Ha! So, komm. Klingel, Mystery Banker. Unser Serious Banker ruft an und er gibt 7,10 Euro. Ich wusste nicht, dass dieses Ding auch Kommazahlen bieten kann. So. Und wir geben 10 Euro raus. Wir haben mehr gewonnen, als noch drinne war. Den Banker haben wir nicht geschlagen. Oder doch, oder? Nee, das Höchste, den Banker haben wir nicht. Sie handelten zu spät, sie haben gegen den Banker verloren. Fickt euch, Kinder! Tja, egal. Keine Angst, mit euch Kinder meine ich nicht euch, sondern das Spiel. Gut. Eine etwas beschissenere Runde, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Aber, ja, unser durchschnittlicher Gewinn liegt immer noch bei 20.000. 150.000 war unser höchster Gewinn, 1 Cent, der kleinste. Wir haben nur zweimal rechtzeitig gehandelt. 4 Spiele gewonnen, aber auch 4 Spiele verloren. Gut. No risk, no fun. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir werden, glaube ich, noch nee, das gucken wir uns alles irgendwann anders an. Ich werde Banker versus Mitspieler. Das werden wir, ja, wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal an. Wir sind jetzt erst in Folge. In Folge 8 müssten wir jetzt sein, ja. Ich werde erstmal noch bis Folge 10 gucken. Ich werde mal, glaube ich, noch zwei normale Spiele machen. Und dann geht's mit diesen anderen Modis. Da werden wir jeweils eine Runde von machen. Und dann gucken wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken, whatever. Und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Deal or No Deal. Tüdelü!